das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Dass islamistische Terroristen sich auch mit Deutschland beschäftigen, das ist seit gestern leider keine abstrakte Sorge mehr, sondern eine ganz konkrete. Bei einer Razzia an mehreren Orten in Deutschland hatte die Polizei gestern drei verdächtige Personen festgenommen. Sie stammen offenbar alle drei aus Algerien. Mindestens eine der Personen hat sich mutmaßlich in Syrien aufgehalten. Und zwar nicht als harmloser Reisender oder als Teilnehmer eines Hilfstransportes. Er war ausgestattet mit Waffen und bewegte sich sehr wahrscheinlich im syrischen Kriegsgebiet. Die Frage für die Ermittler ist natürlich nun, wer sind die drei Verdächtigen genau und hatten sie für Deutschland schon konkrete Terrorpläne? Verena Bünden. Dieses Foto veröffentlichte die Polizei heute am Tag nach der Razzia. Farid A., 34 Jahre, aus Algerien, gestern verhaftet in einer Flüchtlingsunterkunft im Sauerland. Die Polizei sieht in ihm den Kopf einer Gruppe, die in Deutschland Terroranschläge geplant haben soll. Ende letzten Jahres reiste er mit Frau und zwei Kindern über die Balkanroute nach Deutschland ein, als syrische Flüchtlinge mit falschen Papieren. Er hat vermutlich eine Ausbildung erhalten in militärischem Verhalten. Er hat möglicherweise Gewalterfahrung gemacht. Das zeigen uns andere Fotos, die wir bewusst nicht veröffentlicht haben, da sie teilweise sehr grausame Bilder enthalten. Waffen oder Hinweise auf konkrete Anschlagsziele wurden bei der Razzia nicht gefunden. Gegen diesen in Berlin festgenommenen Komplizen wurde heute Haftbefehl erlassen, wegen eines gefälschten Passes. Auch Farid A. und seine Frau nutzten mehrere Identitäten und bleiben in Haft. Ausschlaggebend ist eine Interpol-Fahndung, veranlasst durch algerische Behörden. Die beiden werden in Algerien per Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht. Laut Medienberichten gibt es Hinweise, dass Farid A. in Kontakt mit dem Umfeld der Pariser Attentäter gestanden habe. Wurde er gezielt vom sogenannten IS nach Deutschland geschickt? Der Verfassungsschutz warnt vor ähnlichen Fällen. Der IS will uns auch als Zeichen der Stärke demonstrieren. Er kann auch als Flüchtlinge getarnte IS-Kämpfer Terroristen nach Europa schicken. Darauf müssen wir uns einstellen. Im Fall von Farid A. und seiner Frau ermitteln die deutschen Behörden weiter und prüfen gleichzeitig die Auslieferung nach Algerien. Und in Berlin bin ich nun verbunden mit Reinhard Becker, dem Terrorismusexperten der ARD. Reinhard, wie groß ist denn die Gefahr, dass der IS in Deutschland tatsächlich Attentate verübt? Die Gefahr ist groß, das sagen die Ermittlungsbehörden eindeutig. Und der vorliegende Fall, der hat einige durchaus bemerkenswerte Dinge zutage gefördert. Zum einen muss man sagen, und das ist sicher eine Beruhigung, es gab offensichtlich keine konkreten oder sehr konkreten Anschlagspläne. Es war ja vom Alexanderplatz hier in Berlin oder vom Checkpoint Charlie die Rede. Das scheint alles nicht so gewesen zu sein. Man sagt, allenfalls war die Gruppe in einer sehr frühen Ermittlungsphase, aber, und jetzt kommt das große Aber, dieser Fall ist für die Ermittlungsbehörden ein klarer Beweis dafür, dass es möglich ist, dass der Islamische Staat oder andere terroristische Organisationen Kämpfer, mögliche Attentäter nach Deutschland einschleusen können, und zwar möglicherweise auch als Flüchtlinge getarnt. Diesen Hinweisen, die man jetzt durch diesen Fall hat, geht man intensiv nach. Reinhard, wie ermitteln die Behörden eigentlich, um solchen potenziellen Tätern auf die Spur zu kommen? Naja, das ist eine mühsame Puzzlearbeit. Das ist so etwa wie beim Hasen und beim Igel. Und natürlich werden technische Möglichkeiten benutzt und auch gewisse Tricks. Und einen, das haben die Ermittlungsbehörden heute durchblicken lassen, ist zum Beispiel die Veröffentlichung des Fotos. Wir haben es gerade gesehen. Dadurch erhofft man sich, dass sich über dieses Foto ausgetauscht wird, per Telefon, per E-Mail, auf anderen elektronischen Wegen, und man dadurch wieder Hinweise auf andere mögliche Gefährder oder Attentäter bekommt. Schwierige Puzzlearbeit, aber hoffentlich am Ende erfolgreich. Vielen Dank, Reinhard Becker, für diese Informationen aus Berlin. Und auch das ist eines der Probleme in der Flüchtlingskrise. Berge unbearbeiteter Asylanträge stapeln sich auf den Schreibtischen des zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Bis zu 770.000 Asylfälle schiebt das Amt derzeit so vor sich her. Viele Flüchtlinge sind aber noch nicht mal registriert.
Und das Amt steht seit langem in der Kritik, vor allem durch die Bundesländer. Die sagen, das muss schneller gehen, sonst können wir die zu Hunderttausenden ins Land gekommenen Flüchtlinge einfach gar nicht integrieren. Vor 5 Monaten rückte Frank-Jürgen Weise an die Spitze dieser Behörde. Er zog heute eine eher ernüchternde Zwischenbilanz. Michael Stempfle. In Rosenheim ist es Routine. Immer wieder begleiten Bundespolizisten Gruppen von 50 Flüchtlingen von der Grenze zu den Registrierungsstellen. Dann Durchsuchungen, Passfotos, Fingerabdrücke. Der Winter ist noch nicht vorbei und täglich kommen hier wieder mehr Flüchtlinge an, erzählen uns Polizisten. Eine Übersicht über die Asylerstanträge zeigt, zwar gab es im Dezember einen leichten Rückgang, doch seit Januar geht die Kurve wieder nach oben. Dabei will die Bundesregierung was ganz anderes, einen Rückgang der Flüchtlingszahlen. Weise, Chef des Bundesamts für Migration, hat sich entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, als die Zahl der Flüchtlinge im vergangenen Jahr nach oben geschnellt ist. Er fragte sich, wie sollen die bloß alle integriert werden? Ich habe letztes Jahr gefragt, wie viel Flüchtlinge, wer in welcher Region kommt zu uns in die Agenturen und Jobcenter, damit wir uns vorbereiten können, Dolmetscher, Ausbildung mit allen drum und dran. Und ich habe keine gute Antwort bekommen. Dann haben wir einen Arbeitsstab gebildet und haben viele Fakten erarbeitet. Jetzt liegt sein Plan vor. Wenn schon so viele kommen, dann soll wenigstens schnell entschieden werden, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Auf der Internetseite des Amts klingt das so, als wäre es kinderleicht. Ein Asylsuchender kommt nach Deutschland. Der Flüchtling soll in eines von bundesweit 20 Ankunftszentren gebracht werden. Registrierung und Entscheidung über den Asylantrag, alles an einem Ort. Dafür nötig bessere Abläufe, mehr Mitarbeiter und eine bessere Ausstattung. Asyl, ja oder nein, das soll nicht mehr innerhalb von Monaten, sondern bestenfalls von 2 Tagen entschieden werden. Klingt zwar gut, sagt die Opposition. Gleichwohl ist für die Linke aber natürlich entscheidend, dass sie wirklich rechtsstaatlich stattfinden und dass sich jeder Fall auch geprüft wird. Zusätzlich zu den neuen Flüchtlingen muss das BAMF auch noch über Hunderttausende Altfälle entscheiden. Weises ehrgeiziger Plan geht nur unter einer Voraussetzung auf, wenn die Bundesregierung die Zahl der Flüchtlinge nun spürbar reduziert. In dieser Woche hat die Bundesregierung das sogenannte Asylpaket 2 auf den Weg gebracht. Und bereits heute gibt es innerhalb der Koalition wieder Streit über die Verschärfung der Regeln. Mehr dazu in den Nachrichten mit Juli Drakas. Es geht um die Bestimmung, die den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz für 2 Jahre ausschließt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios regt sich Widerstand in der SPD, weil die Verschärfung offenbar auch für unbegleitete Kinder und Heranwachsende gelten soll. Sigmar Gabriel ließ mitteilen, er habe selber erst durch die ARD-Recherche von der gravierenden Verschärfung beim Familiennachzug für Minderjährige erfahren. Mit ihm sei das auch nicht verabredet worden, sagt er. Das würde allerdings bedeuten, dass das Innenministerium das Gesetz nachträglich verschärft hat und die SPD-Minister hätten im Kabinett einem Gesetz zugestimmt, das sie in einem entscheidenden Punkt nicht genau gelesen haben. Aus der Fraktion hört man allerdings auch den Verdacht, Gabriel habe hinter verschlossenen Türen Zugeständnisse gemacht, ohne die eigene Partei einzubeziehen. Die Empörung in der SPD-Fraktion ist jedenfalls groß. Die Distanzierung Gabriels in dieser wichtigen Frage könnte für viele in der Fraktion nun das Signal sein, das ohnehin ungeliebte Asylpaket 2 im Bundestag noch einmal aufzuschnüren. Bundesinnenminister de Maizière hat der griechischen Regierung weitere Unterstützung bei der Kontrolle der EU-Außengrenzen zugesagt. 100 Polizisten und 2 Schnellboote würden dafür in die Region geschickt, sagte de Maizière in Athen. Er rief außerdem dazu auf, nicht Schutzbedürftige schneller abzuschieben. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Assange, sieht sich durch ein Gutachten von UN-Menschenrechtsexperten bestätigt. Das Gremium stufte Assange als willkürlich inhaftiert ein. Bei einem Auftritt auf dem Balkon der Botschaft Ecuadors in London sprach Assange von einem historischen Sieg. In der Botschaft hält er sich seit 3,5 Jahren auf. Außerhalb drohen ihm Verhaftung und Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Großbritannien und Schweden wiesen das Gutachten zurück. Wegen des Abgasskandals verschiebt Volkswagen seine für März geplante Jahresbilanz und auch die Hauptversammlung im April. Grund seien offene Fragen im Zusammenhang mit den Folgen der Manipulationen, teilte VW mit. Der Konzern muss mit hohen Strafen und Schadensersatzforderungen rechnen.
In der Affäre um die Vergabe der WM 2006 behält sich der Deutsche Fußballbund Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe gegen ehemalige Spitzenfunktionäre vor. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat der DFB ein außergerichtliches Verfahren eingeleitet, um eine Verjährung der Ansprüche zu verhindern. Betroffen sind unter anderem Franz Beckenbauer und die ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach. Im Zentrum der Affäre steht eine ungeklärte Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Fußball-Weltverband FIFA. Im Süden Japans ist der Vulkan Sakurajima ausgebrochen. Lava, Asche und Gesteinsbrocken könnten sich nach Angaben der Wetterbehörde bis zu 2 Kilometer weit ausbreiten. Zu Evakuierungen in weiter entfernten Ortschaften kam es nicht. Der Sakurajima ist einer der aktivsten Vulkane Japans. Er liegt 50 Kilometer von einem Atomkraftwerk entfernt. Hongkong, der duftende Hafen, wie es wörtlich übersetzt heißt, gilt seit jeher als eine der aufregendsten Städte der Welt. 1997 wurde die britische Kronkolonie an China zurückgegeben und seither nach dem Grundsatz ein Land, zwei Systeme regiert. Hongkong wurden Sonderrechte zugestanden, die es im Übrigen China nicht gibt. Pressefreiheit und freie Marktwirtschaft zum Beispiel. Und dieser Sonderstatus soll bis 2047 gelten. Eigentlich. Denn immer stärker versucht Peking schon jetzt Einfluss zu nehmen. Die Hongkong-Chinesen fürchten um ihre Eigenständigkeit und so gingen viele Menschen auf die Straße, als in den vergangenen Monaten 5 regimekritische Buchhändler plötzlich verschwanden. Nun aber steht fest, sie wurden von der chinesischen Polizei verschleppt. Sascha Stoffner. Der Causeway Bay Bookstore war ein besonderes Anlaufziel für viele Chinesen. Hier in Hongkong wurde angeboten, was in China verboten ist. Bücher über die Demokratiebewegung, Schmuddelhefte über die Pekinger Führungsriege. Doch jetzt ist der Laden zu, weil 5 Mitarbeiter seit Oktober auf mysteriöse Weise verschwanden. Die Schlagzeile heute in Hongkong. Chinas Behörden teilen mit, die Buchhändler sind in der Volksrepublik inhaftiert. Der Vorwurf gegen sie, illegale Aktivitäten, Fassungslosigkeit in Hongkong. Einer der 5 Mitarbeiter, Verleger Gui Minhai, verschwand im Oktober in Thailand, als er an einem neuen, regierungskritischen Buch arbeitete. Später tauchte er im chinesischen Fernsehen auf, mit einem anscheinend erzwungenen Geständnis zu einem lange zurückliegenden Verkehrsunfall. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking wehrt Kritik ab. Gui Minhai hat sich selbst den Behörden übergeben. Wir sind in Ermittlungen. Die Demonstranten auf Hongkongs Straßen glauben das nicht. Sie fordern Gui Minhai zurück, ebenso wie den Verleger Li Bo. Der verschwand sogar mitten in Hongkong. Für viele scheint klar, Peking räumt auf, es kann jeden treffen. Und sie fürchten um den Sonderstatus von Hongkong als sichere Insel der Meinungsfreiheit. Claudia Mo sitzt im Hongkonger Parlament. Auch sie ist entsetzt über das Vorgehen der chinesischen Behörden. Peking zieht seinen Griff fester zu. Die Hongkonger weigern sich aber, sich zähmen zu lassen. Sie gehen in eine komplett andere Richtung. Zum Beispiel bei den Regenschirmprotesten für Demokratie und Freiheit. Für Nathan Law, einen der Studentenführer, ist die Euphorie vom Sommer 2014 verflogen. And the Li Bo-Incident shows that. Die Sache mit Li Bo und den verschwundenen Buchhändlern hat uns gezeigt, dass das chinesische Rechtssystem in Hongkong schon angewendet wird. Also gibt es gar keinen Unterschied mehr zum Festland. Die Angehörigen der Buchhändler hoffen noch, dass ihre Verwandten zum chinesischen Neujahrsfest am Sonntag zurückkehren. Aber die Hoffnung schwindet. Und wir blicken zum Schluss noch auf das Wetter. Und da ist natürlich die Frage wichtig, Sven, was haben denn die Karnevalisten auf ihren Festumzügen am Wochenende so zu erwarten? Die haben, Thomas, viel Wind zu erwarten. Da sind Sturmtiefs, die brauen sich im Moment mit großer Entschlossenheit zusammen über dem Atlantik. Und das gucken wir uns an, haben es hier auch nochmal thematisiert. Stürmische Karnevalstage, die gibt es natürlich jedes Jahr, aber das meine ich an dieser Stelle jetzt wirklich rein meteorologisch. Und wir gucken mal drauf auf unseren Strömungsfilm. Und hier sieht man bei Island wunderbar dieses Tief und hier diese langen Pfeile. Ich zeige nochmal mit der Hand hier nach Deutschland rein. Die kommen dann erstmal Sonntag an, das heißt, da gibt es schon viel Wind, aber dann nimmt der nochmal für den
Rosenmontag hier deutlich zu. Das ist die Situation dann in der Nacht zum Rosenmontag. Da sieht man schon diese langen Pfeile. Und das Entscheidende ist natürlich, wie stark wird der Wind. Aus heutiger Sicht, es sind aber noch 3 Tage, insofern kann sich da natürlich noch ein bisschen was verschieben, muss man mit Windstärken von 7 bis 10 Beaufort rechnen. 10, das sind durchaus schwere Sturmböen. Das heißt, man bewegt sich hier so zwischen 50 und 100 Kilometer pro Stunde. Das wird sich jetzt jeden Tag noch ein bisschen besser eingrenzen lassen. Kritisch ist das für die Karnevalsumzüge ab 62 Kilometer pro Stunde, denn das ist Windstärke 8. Insofern wird man sich diesen Wert dann ganz genau angucken und dann zu gegebener Zeit entscheiden, möglichst knapp. Dann kann man die meteorologisch genauesten Aussagen treffen. Wir gucken hinein in die kommende Nacht. Da gibt es im Norden und Osten noch ein paar Tropfen. Schneefallgrenze auch im Erzgebirge steigt jetzt so langsam über die 700-Meter-Marke hinaus. Im Süden klart es auf, dann bildet sich Nebel, örtlich Reifglätte bei minus 1 bis minus 6 Grad morgen früh. Weiter nach Norden sind es 4 bis 8 Grad plus. Der morgige Tag wird dann ganz schön schön. Im Süden anfangs noch die Nebelfelder, nach Norden werden die Wolken dichter. Ganz im Norden gibt es noch ein paar Tropfen, die hören nachmittags auf. Es bleibt dort aber trüb. Sonst kommt die Sonne oft raus, vor allen Dingen im Süden. Wenn der Nebel nicht zäh ist, wenn er das ist, am Bodensee zum Beispiel, bleibt es mit 7 Grad kühl. Sonst hier mit Föhn am Alpenrand bis 17, in Baden-Württemberg 16 Grad, für die meisten 9 bis 14 Grad. Vorfrühling im Februar, der Wind aus süd-südwestlicher Richtung, Stärke 4 bis 6, teilweise frisch bis stark. Sonntag dann schon auffrischender Wind, erster Regen aus Westen und dann eben dieser spannende, unruhige Rosenmontag mit all den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Ich würde jetzt mal meinen rheinischen Daumen hochhalten, dass der Sturm nicht allzu stark wird am Rosenmontag und dass alles funktioniert. Thomas. Ja, und ich drücke, lieber Sven, die Daumen natürlich mit. Vielen lieben Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie einen Tatort aus Kiel. Und gegen 0.45 Uhr meldet sich dann Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.